Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Wir möchten direkt die nächste Hauptquest wieder starten. Und im letzten Part haben wir die Brücke gesichert und Hortensia ist leider abgehauen mit dem Ring. Konnten wir leider nicht schnappen und wir wissen, dass die Gegner jetzt 5 von den Dingern haben. Ist nicht so geil für uns. Na gut. Okay, wir könnten das hier noch machen. Aber ich hatte gesagt, wir wollen erstmal die nächste Hauptmission starten. Und das... Ja, das Schloss sichern. Moment, ich möchte nochmal kurz hier... Band. Das möchte ich nochmal machen. Today's tea smells captivating. Where is it from? A farming village known for its single origin tea. It's a favorite of mine, so I'm pleased you like it. Das war alles? Okay. Erholung. Der Stab von Emblem Celica stellt eine große Menge KP wieder her. Oh, schön. So, Chloe. Sigurd, look! I found some extra special folk food, made from dried and fermented fish. The smell is overwhelming. This is food, you say? It must be an acquired taste, indeed. Ist überhaupt nicht überzeugt davon. Geil. So, schön. Kriegerlanze, Lanze, okay. Initiiert der Träger den Kampf, greift er 2-mal an. Nett. Schöner Bonus. So. Nee, das war nur das. Ansonsten, glaube ich, Unterstützung. Da war nichts. Band hatten wir gerade. Passt. Dann kann das Kapitel beginnen. Ja, warum nicht? So, dann kommt jetzt die erste Prinzessin, Reich der Krieger. Die müssen eigentlich voll die geile Verteidigung haben. We're here. Brodia Castle. I don't see any Illusion soldiers. Oh, thank goodness. The attack hasn't begun. Wait, there's someone in front of the gate. He doesn't look like a guard. Is it an enemy soldier? No, that's... That's Diamant! He must have come out to greet us! Okay, ist wirklich sein Bruder? Warum heißt der Diamant? I've been waiting for you, Divine One. I greet you as the Crown Prince of Brodia. I'm Diamant. Warum sieht er so cool aus? I've heard so much about you. I'm honored to finally meet the legend in person. It's a pleasure, Prince Diamant. And Prince Alfred, welcome. Queen Eve's letter explained your situation. Thanks for coming all this way. It's good to see you. Likewise. I'm sorry it took a war for us to meet again after all this time. Oh, and Ulchrist. Thanks for escorting our guests from the border. I know that's a rugged road. It was nothing, really. I bear ill news, however. Illusion forces attacked us at the Grand Crossing. Is that right? A battalion led by Princess Hortensia. We fought her off, but she said something troubling. The Crown Princess intends to assault Brodia Castle. If they're after our emblem ring, we may be on course for a dangerous confrontation. We'll have to prepare our defenses. Thanks for the warning, Ulchrist. Come. Father will want to hear about this. Why do you all look so tense? Father, you were supposed to be waiting inside. Yes, I know, and I was. But then I had this feeling my boy Ulchrist might be home. Seems my fatherly intuition was right, as usual. Welcome back, son. Thank you, Father. I wish you'd stop finding excuses to leave the castle. It's not safe out here. Please, Diamant, not another lecture. Where's the harm in welcoming my dear boy back from his journey? Anyway, we'd best not argue in front of our guests. Oh,
all right. Please, pardon my rudeness. Divine One, Prince Alfred, welcome. I am Morian, King of Brodia. Good to meet you. Likewise. I never imagined I'd meet the Divine Dragon. Indeed, such a special occasion calls for a welcoming duel. There's no time for that. We have an important matter to discuss. As Alcrist was escorting our guests from the border, Illusion soldiers attacked them. Illusions. It appears that the Crown Princess is planning an assault on Brodia Castle. Already making their move, huh? Soldiers, go now! Shore up our defenses! Yes, Your Majesty. Wenigstens nehmen sie es ernst. Well done getting that information, Alcrist. Please, I don't deserve such kind words. Humble as ever, son. King Morian, excuse me, but I need your kingdom's aid. You want our emblem ring, right? I knew you'd ask. That's why I brought it. Here, the ring of the young lion. Hey, Diamant, think fast. Father, we're supposed to take care of the ring, not throw it around. Ah, you're no fun. Alfred? Yes? King Morian seems so nice. This is the man who's always invading Illusia? I thought he'd be more intimidating. You're seeing Morian friend and family man. He's known to be a big-hearted guy. But in battle, the demon comes out. He's not someone you want as your enemy. Ugh. Father can be such a handful sometimes. Divine One, I've got the ring for you. Thank you. What will you do with it? I'm going to summon an emblem. Rise up! Emblem of Finding! Ah, Roy. So ist er doch, oder? Ich glaube schon. I'm Roy. Ja, weit durch. You're summoning me. That can only mean war has begun. There was a person in there? How about that? All along, this emblem dwelt in our family's ring. And now you have released him. It seems divine is no exaggeration, huh? Urgent news, Your Majesty. An Illusion Wyvern Rider is approaching. It's dodging all our archers' attacks. What? She's here. Divine One, may I call upon Roy's help to defend the castle? Of course. Princess Ivy, speak for the Illusion throne. I will now take your lives, your souls, and the rings. Ah, da bin ich gespannt, ob sie es schafft. I underestimated how far you could get into Brodian territory, Princess Ivy. My soldiers are on the way. Now, I will give you a chance to surrender before they arrive. Oh, I'm itching for that fight. Father, go back to the castle. What? Why? If something happened to you, our country would be devastated. Please, leave this to us. Right. Why should the king get a say in the matter? I'll do as you ask. But, Diamant, Alcrist, don't you dare get killed. We won't. Well, we'll try not to. Das ist immer so pessimistisch. You must be the Divine Dragon. That's right.
You really are as stunning as my sister said. I'm pleased to meet you. As is my ring. But that's... the ring of the Sage Lord. A gift from my father. With its power, I am sorry to say, I must kill you. I won't let that happen. It's you who will fall, Princess Ivy. You won't surrender then. In that case, my forces will prepare for battle. As will ours. I'll stop at nothing to get those rings back. Verteidigungsbruch, Emblemfähigkeit von Mars. Wenn die Einheit den Gegner bricht, führt sie einen Folgeangriff mit Schaden der 40%. Ah, stimmt ja, da war ja was. Sollte man drauf achten, auf die ganzen Fähigkeiten. Können vielleicht ein paar gute Vorteile bringen. So, wen haben wir denn dabei? Nicht so viele. Will ich dich dabei haben? Die hatte die coole Waffe. Nein, du warst das gar nicht. Sie hatte die coole Waffe. Ihr beide seid auf dem Abstellgleis, genauso wie du. Bei dir bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube auch. Euch drei. Warum seid ihr jetzt nicht dabei? Okay, dann gucken wir erstmal kurz Position an. Also wir dürfen niemanden hier durchkommen lassen, glaube ich. So, da können wir uns wieder aufladen. Was ist da links? Keine Ahnung. Vielleicht kommt da noch was. Haben wir auch Leute oder sind wir wirklich wieder die Einzigen? Ja. Okay, am besten wäre es, wenn wir die hier direkt aufhalten. Oh, warte mal. Balliste. Sollten wir nutzen, bevor sie die Sachen hier zerstören. Kannst du die nutzen, die Balliste? Das wäre echt nice. So, sie, Tagetsu, ja, aha, und Zelkov, der sieht richtig düster aus, ey. Hat aber einen Dolch, ich dachte, er wäre ein Magier. Na gut, du bist ein Magier, wir haben eins, zwei Pegasen, das ist nicht so viel, plus den Drachen. Drache, Ich weiß nicht, ob noch Verstärkung kommt. Ich kann es mir gut vorstellen. Das hier würde ich gerne verteidigen. Einmal so lange es noch schießt. Kannst du 10 Schuss und macht wahrscheinlich ordentlich Schaden. So, müssen die das irgendwie halten. Und die kommen wahrscheinlich auch hier oben rüber, ne? Okay, bin ich denn mit meinen Einheiten zufrieden? Einheiten zufrieden? Du bist dabei. Du bist dabei. Sie muss dabei sein, sie ist auch super. Er ist gut. Eigentlich sind das schon meine coolen Einheiten, ne? Ich würde die drei zwar auch gerne mitnehmen. Weil ich noch nicht genau weiß, wie gut die sind, aber bisher haben sie gut geschlagen. Fähigkeiten, ich beschütze dich und du hast großzügig Energie geladen. Aha. Roter Jubel. Satin. Achso, die haben extra Fähigkeiten, okay. Wegen dem Ring. Typ-Bonus, aha. Na gut, dann starten wir mal. Den ganzen Spaß. Finally, Horsey, you stopped! Where were you taking me? Wer ist er? Wait, is this the castle? Is that Prince Diamant? Amber? What are Illusion soldiers doing here? They've attacked us. Say, Amber, weren't you out fighting beasts? I was, but then Horsey got spooked and wouldn't listen to me. I kept getting tossed around on its back, and next thing I know, here I am! I'll never understand how you end up in these strange situations. But this time, it works in our favor.
I was just wishing you were here. Maybe Horsey sensed this danger. That's so clever of you. Ready to defend the castle together? I was born ready. Okay, Timon und Ember haben sich angeschlossen. If our enemies reach the gate, the castle will be theirs. We can't allow that to happen. Ivy besiegen, Gezwölfe besiegt oder Gegner erreichen das Gebiet. Okay, dann. Okay, das funktioniert nicht. Hä? Wie benutze ich das Ding? Kann ich einfach so starten? Nö. Nee. Brauche ich einen Bogenschützen dafür? Where to? Da komme ich jetzt nicht heran. Na, danke. Together we will defend the castle. Emblem Roys ausgewogene offensive und defensive Fähigkeiten machen ihn zu einem hervorragenden Frontkämpfer. Die Synchrofähigkeit Durchhalten erlaubt einer Einheit, die meisten Angriffe mit 1 KP zu überleben. Okay. Die Bündniswaffe Lanzenmeister ist anders als die meisten Schwerter, stark gegen Lanzen und schwach gegen Äxte. Stark gegen Lanzen und schwach gegen Äxte, also genau umgekehrt. Oh, ich mir das merke. Ja, die Bündnisfähigkeit hinauswachsen erhöht vorübergehend Level und Werte einer Einheit. Cool. Ja, der Bündnisangriff Flammender Löwe trifft mehrere Felder in Blickrichtung des Anwenders und lässt das Gelände in Flammen aufgehen. Cool. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie ich das Ding hier benutze. The Divine Dragon looked right at me. Items einsetzen und ausrüsten. Nein, was sind das? Hä? Benutze ich das Ding? Emblem 1 werden Items. Keine Ahnung. Yes. Okay. Erstmal. So, ich glaube, du wirst dich da hinstellen. Und mal warten. Können die ja nicht von hier hochhüpfen? Ich weiß es nicht. So, dann wirst du das gleiche machen. Auf der Seite. Ich habe keine Axt, ne? Ich bin halt doof, ich habe nie Äxte dabei. Ember, ich hoffe, du hältst das aus. Ich gehe mal dahin. Understood. So, ich weiß noch nicht, wo ich dich hinstelle. Deswegen wartest du da erstmal. I live to serve. Dahin? Yanaka here. Nee, erstmal dahinter. So, kann ich hier noch ein bisschen Magie gebrauchen? Bogenschützen. Ich stelle dich mal damit hin, weil ich glaube, du kannst die Balliste benutzen. I'm happy to help. Oh, erstmal dahin. Ups. Und whatever du. You say. Ja, erstmal dahin. So, gucken wir, was passiert. Direkt da drauf losgehen. So, dann kann ich ablenken. Toll, er hat 16 Leben und wir machen 15 Schaden, natürlich. So, hier machen wir 19 Schaden, perfekt. Das nächste Runde bist du wohl down. Okay. We will not relent until the castle is ours. Na ja, klar, ist noch mehr kommen. If these enemies all come at once, our defenses won't hold. Our castle has a ballista. We can use that to pick them off. Bewegt sich eine Bogeneinheit auf das Feld einer Ballista, wird der Befehl Abfeuern anwählbar. Balliste verfügen
über eine hohe Reichweite und Angriffskraft und können Feinde einen enormen Schaden zufügen, bevor sie zu nahe kommen. Sie können jedoch nur eine begrenzte Anzahl von Schüssen abfeuern, die sorgfältig geplant werden sollten. Wusste ich's doch. So, das heißt du abfeuern. Die Heinis hier auseinander. Sag mal ja. Oh, das hat gesessen. Ich fühle mich so mächtig. Es wird Zeit, dass diese neuen Muskeln zeigen, was sie können. Okay. So, das heißt, ich muss das aber auch beschützen. So, gehst du hier hin. Du könntest eigentlich mal hier drauf feuern. Aber eigentlich nicht. Oder drauf werfen, ist eigentlich egal. Eisendolch. 10 Schaden, 100%. Läuft. Und fort mit dir. So, das war der. Level up. Schön, dass die auch mal weiterkommen. Vielleicht Resistenz plus 3. Ich müsste sie öfter einsetzen. Wer ist das denn jetzt? Ach, ein Magier. Okay. Das reicht nicht. Hm. Nein. Machen wir normalen Angriff. 10 Schaden. 5. Das ist jetzt nicht so viel. Was mit dir? Eisenlanze. Bruch. Kriegt keinen Schaden. Sehr schön. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. So. Du hast eine gute Defense. Das reicht nicht. Ach, komm schon. Du? Ja, das wird reichen. Angriff. Rittertod. 15 Schaden reicht. 13, 12, ne, ich muss das nehmen. Ich werde noch mal kurz gucken. Du hast eine Resistenz von 12, ja doch, passt. Dann bin ich guter Dinge, dass du das überlebst. I'm sorry. Ach, ich kann ja wieder dahin gehen. Da war ja was. So, könnte ich dich hier hinstellen? Ah, das Problem ist, warte mal, du machst wie viel Schaden? 17. Wie viel Leben hat dieses Ding? Zerstörbar, ja, aber wie viel Leben hat das Ding? sehe ich nicht. Das ist doof. Aber wenn ich sie jetzt hier hinstelle, der Typ macht das platt. Oder der, und dann kommen zwei Leute an sie ran. Das wäre richtig doof. Hm. Warum kriegst du ihn nicht kaputt? Ich könnte den anhitten. Moment, du hast doch eine tolle Fähigkeit. Bündnis. Please grant me your strength. So, gucken wir mal, was wir hier noch anrichten können. Teleport Ragnar wollte ich jetzt nicht. Wieso kriege ich dieses Geteilte nicht mehr? Muss ich das hier auswählen? Hm. Irgendwie nicht so richtig. Aber ich werde trotzdem platt machen. Das ist es mir wert. I want to help you. So, kannst du nämlich noch mit angreifen? Auf den, genau. Kannst du mich nicht wehren. So, kannst du nichts machen, aber du kannst angreifen. Meisterlanze brauche ich wahrscheinlich nicht mal. Eisenlanze. 15 Schaden, ja, passt. Perfekt.
So. Sieht gar nicht so schlecht bisher aus. Das möchte ich mal da hinstellen. Du könntest noch heilen. Ja, warum nicht? Wir haben es ja. Schaden kannst du auf jeden Fall nicht. Außer uns geht die Heilung aus. So, kommen wir noch deren Angriff an. Na klar, dass das kaputt geht. Ah. 7 Schaden. Ah, toll. Kann noch eine Magie. Ah, schön. Das ist echt gut. Nein. Du blöder Sack. So. Du kannst abfeuern. Das hat leider eine größere Reichweite. Würde ich sagen, den da abfeuern. Und der Kanonensymbol da. Hm. Was für ein Kanonensymbol? Das ist nur, weil ich das Ding nutze. Na gut, wir müssen dich auf jeden Fall loswerden und da jemanden mal hinstellen. Ich habe keinen Bock, dass du stirbst. Wir können dich heilen. Nicht verkehrt. So. Machen wir aber beim nächsten Mal. Bisher sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ich kann hier nicht rüber, ne? Warum wird das als begehbar? Ach, nur Fluganheiten. Ah. Okay. Theoretisch müssten wir eigentlich nur alles hier verteidigen, weil die wollen den kürzesten Weg nehmen und das wäre nämlich genau über die Balliste dann hier hoch und statt hier außen rum. Hier können wir uns höchstens mal auftanken. Ja, gut. Gut, gut, gut. So, was werden wir hier kriegen? Wind. Schnappen wir uns. Aber wir machen erstmal Schluss heute und bis zum nächsten Mal. Ciao.